Jo, Leute, zurück auf dem Kanal. Erklärungsnot. Ja, es geht weiter mit Wimmelbild, Abyss, The Reefs of Eden, euer Bro im Shop und natürlich auch der Klunkertacher mit dabei. Ja, eure zwei Wimmelbild-Profis sind ja am Start. Und Abyss, The Wraith of Eden, ebenfalls noch ein Spiel aus der Artifacts Mundi Ultimate Collection. hatten wir auf dem alten Kanal schon mal angefangen, eine einzige Aufnahme. Deswegen steht er vor vorne, das machen wir aber natürlich nicht. Ja. Denn da wird man ja mittendrin weiterspielen, deswegen machen wir ein neues Game. Ja. Da kann von mir alles verloren. Und dann gibt es auch wieder zwei. Bonus-Kapitel, sehr gut. Wir wissen aber auch gar nichts mehr. Also wir wissen noch, das ging um einen Taucher, es ging irgendwie in ein U-Boot, das war's. Also irgendwie so ein bisschen Atlantis-mäßig vom genau. Wir fanden es schwierig. Ja, natürlich. Wir machen ja nur noch schwierig. Als Meister. Ja, das erste Mal reinstellt, auch bei uns auf dem Kanal, auch andere Artifacts-Mundi-Spiele. Also viele, auch mehrere andere Wimmelbild-Spiele möglich bei uns. Ja. Wen das interessiert, du kannst auch hier an der linken Ohrschale noch ein bisschen runterstellen. Ja, um es ein bisschen angenehmer zu machen für dich. Nice. Wir sehen hier, wir müssen Robert aus Robert! Der Ob die taucht nach dem, weiß ich nicht so richtig. Klar, ist das Geld sonst weg. Müsste ich schon mal suchen. Da ist bestimmt gut lebensversichert. Kommt davon ab, was er von ihr verbraucht hat. Man weiß es nicht. Na dann, suchen wir nochmal. Beim Tauchen abhanden gekommen, das kann schon mal passieren. Aber echt. Lass uns in Ruhe. OMG. Was auch immer du bist. Doch, Seetang, Mann. Neues Ziel. Wo ist Robert? So, ja, klassische Steuerung. Nach oben Hinweis nehmen. Rechts Tagebuch, was so los ist. Haben wir Roberts Verschwinden. Wo bist du, Robert? Aus unser Liebling. Ich kenne ihn doch, ja. Mysteriöses Verschwinden von berühmten Forscher. Robert Macquart oder Macquart. Ja, klingt wie der Bruder vom französischen Präsidenten. Macquart. Die Leute heute Zeitung. Tja, das ist unser vorrangiges Ziel. Links werden verfügbar die Karte und nach unten, weiß ich gar nicht, werden wir sehen, ist immer mal was anderes. Ja. Hier sind wir vielleicht kurz zuvor, das ist ja wirklich ein klassisches Wimmelbild. Aber echt. Bevor wir überhaupt irgendwas sagen, wenn jemals ihr von Artifacts Mundi zuguckt, die Entwickler, Producer, wir freuen uns über jedes Wimmelbildspiel. Wir machen das gern. Haut raus, das Zeug! Wir sind eure Fans! Und gerade sowas hier, richtig oldschool Wimmelbilder. Das ist genau das Ding. Okay, alles da. Ja, Wimmelbild, wer es nicht kennt. Bild, viele versteckte Gegenstände unten in der Objektliste zu sehen. Es gilt es hier zu finden. Oh, der Clownfisch Nemo, sehe ich schon in der, Taucherhelm. Mal was aufmachen, ne? Irgendwie. Der Schraubenzieher. Schraubenzieher, der ist hier. Oh, dann schrauben wir auf das Ding. Dann lass mal Nemo frei. Komm raus, Junge! Oder ne, wie hieß der? Vater Marlin, ne? Das kann ich aber nicht mal sagen. Kompass haben wir hier hinten. Harpune könnte das sein. Stolzlinder. Und das ist ein Schildquitte mit noch. Guck mal. Der Mandarochen ist rechts oben. Seesternflunder. Perle Blitzblasen. Okay. Blasen müssen wir bestimmt hier aufdrehen. Es fehlt ein Ventil. Achso. Das Ventil. Hier. Der Blitz ist übrigens auf der linken, genau wo du gerade warst, auf der linken Seite. Tatsache. Stolzen, was sind Stolzlinder? Ja gut. Ist da auch alles möglich? Das hier bestimmt. Genau. Seestern Flunder. Der Seestern ist auf der Mitte der Brust. Flunder hatte ich gerade. Jetzt haben wir noch die Perle, die ist bestimmt in einer Muschel drin. In der Auster. Mit dem Messer auf. So ist es. Rein mit der Perle. So, weggefunden den Frackschlüssel. Achso, wie geht der Objektliste auf? Alter, die Musik klingt gerade wie bei Schöne und das Biest. Ich frage mich, wohin es führt. Ein bisschen gruselig, ne? Echt gruselig. Was haben wir hier? Ein Schlüssel? Das ist ja ein Schlüssel, ne? Ah! Robert! Oh Gott, da war mir...
Da waren wir mit dem Boot unterwegs, das Seestern hieß. Du Patrick Starboot. Hat von einem Hai angegriffen, hat das fotografiert. Aha, aber hier. Aha! Oh, ein mysteriöses Bild. Der Wassergeist. Das war das letzte Bild von Robert. Alles klar. Er ist also scheinbar den Unterwassergeist hier hinter gefolgt. Wieso können wir aber hier noch was machen? Wir brauchen nichts, Ja. Vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Okay, wir gehen jetzt quasi ins U-Boot. Oh, das ist ein Krebs. Hallo. Es wird natürlich auch wieder wie üblich Sammelobjekte geben. Das stimmt. Meistens. Es muss ein Griff. Ein Griff fehlt noch. Ach, hier können wir noch hin. Ah! Hallo. Hallo. Bist du? What was that? Oh, Seestern. Robert Neustab hat mir damit eine Spur beim Tauchen hinterlassen. Ja, haben wir gesehen. Ein leckes Ding. Brauchen wir bestimmt nochmal. Okay, wir haben ein Mädchen da drin. Das Schiffswrack. Hallo, Fischis. So, na gut, dann machen wir mal den Griff noch rein. Boah, einfach so das Ding aufgemacht, ey. Ab in die Nautilus. Oh, was ist denn hier das? Kaum bestimmten Luftdruck. Ja, ja. Raus mit dem Wasser. Oh, der war aber schon länger an die Wand. Bolzenschneider, klassisches Bild. Objekt. Eden, aha! 10-jähriges Jubiläum, trotz allseitigen was Unglauben, scheint unser Projekt fraglos ein Erfolg zu sein. Unsere neue gerechte und erleuchtete Gesellschaft ist beispielhaft für alle Nationen. Erinnert mich gerade irgendwie bis an Bioshock. Rapture. Ja, das ist richtig. Aha! Da ist etwas. Knöpf auf das Ding! Das sieht Puzzleteil? Aus, ja, das sieht irgendwie nach so einem Draht-Binden-Teil aus. Hm. Da kommt sie wieder raus, okay. Alles klar. Na, das war nicht geplant. Kann man mal machen. Was haben wir denn hier noch so? Da kommt da bestimmt unsere schöne Dreistiftsicherung rein. Was haben wir das sein soll, ne? Ja, grün. Ach, okay. Das sind das ist wieder so ein schönes Rätsel. Kombinationsraten. Ja, das ist doch schön, Mensch. Jawohl! Aha! Und da kommt ein schönes Puzzleteilchen zum Einsatz. Arrangiere die Plattenstücke so, dass durch alle Kabel Strom fließt. Auch ein urklassisches Mimmelbildrätsel. Ich liebe es. Schön Strom umleiten, Wasser umleiten. Das sind so die ganz alltäglichen Sachen, ganz die man im Mimmelbild zu tun hat. Obwohl es da echt manchmal, also schon, denn wenn du das Quadrat runtersetzt, müsstest du das oben reinsetzen können. Genau. Ah, da muss ich das drehen. Geht das überhaupt? Jetzt habe ich eigentlich keine weitere Funktion. Boah, Entschuldigung. Aber wie willst du die anders setzen? Vor allen Dingen passt immer alles, ne? Ding ist soweit gut, aber ich müsste das drehen. Naja. Arrangiere die Plattenstücke, dass alle Strom reinpassen. Okay. Oder man macht noch einen Fehler. Doch. Das Z könntest du ja auch oben reinmachen. Das Teil kann ja eigentlich nicht so viel Position. Das muss ja dort oben sein. Kann eigentlich nur hier rein. Ja. Das hier setzen können? Da hätte ich sogar gedacht, das T-Stück dort vielleicht. Könnte auch sein, ja. Aha! Das war vorhin aber nicht der Fall. Jetzt das muss es ja das Kleine sein. Jetzt, na gut, jetzt ist es selbst reden. Okay. Aber es hätte auch andersrum gepasst, wenn man halt drehen hätte können, ne? Aha! Und schon haben wir das erste Rätsel. Siehst du, und das gesehen, ne? Ich wüsste nicht, was es. Ja, nö, eigentlich nicht. I'd better be careful. This wreck seems extremely unstable. Gott, da sitzt jemand im Stuhl. Hoffentlich ist es nicht Robert. Gott, schließen geht nicht. Ich brauche einen Schlüssel. War ich los? Nee. Kurz schließen. Im Wasser ist keine gute Idee. Weg mich! Schlüssel raus, Lappen. Gott sei Dank nicht Robert. Oh, da vorne ist das Gespensttyp. Ich sehe es. What is that thing? It looks more human than sea creature, but... Als ob das wie ein Meereswesen aussehen würde. Ja,
das Wesen ist doch weit hergeholt, würde ich meinen, ne? Das ist ein stattliches Ding. So, mein Freund. Na dann, gucken wir mal. This is Robert Marceau. I'm trapped inside some underwater facility. Can anybody hear me? I repeat, this is Robert Marceau. What's going on? Oh no. Oh, muss ich abhauen. Das geht's aber bergab, ja. Tschüss, U-Boot. Das ist aber eigentlich so ein bisschen das Beschisseste, was passieren kann. Hoffentlich sind wir noch rausgekommen. Naja, aber echt. Okay. Aua, so, uah. Ach, guck mal da drüben. Where am I? What is this place? Ja, eine Wasseranlage, aber es könnte Robert hier sein. Das könnte gut sein. Uah, Strom und Wasser, das ist immer so ein Ding. Irgendwas. Da könnte gefährlich werden. Scheinbar nicht. Oh Gott. Das Rohr muss beim Abschluss heruntergefallen sein. Vielleicht kann ich den Dampf umleiten. Dampf umleiten, ja. Hm? Ja, so, dann könnte ich das nehmen, wenn ich den Dampf umleiten kann. Okay. So, jetzt sind wir noch das Rohr. Mhm. Neue Interaktionsmöglichkeiten, das ist doch gut. Ich habe ein komisches und blau. Komm her, du Teil. Komm her mit dem Rohr. Was ist Nörgel? Wie riesig war der Nörgel? Guck her. Ach, jetzt könnte das. Ich jetzt einen Dampf abgestellt. Ich denke, es könnte sein, ja. Obwohl, nee, du hast ja, bloß ja. Achso, ich kann es mitnehmen. Wolbegate! Was bist du? Du Wassergeist, diesen Ding. Tschüss! Sieht aber echt aus wie Atlantis da drüben, ey. Was does it want from me? Why does it want to scare me away? Ups. Zum Stadttor. Ja, aber können ja vielleicht können wir mit dem Hebeteil Schiffhebel. So, weit pumpen, ey. Okay, ja, pumpe ich jetzt auch. Was? Genau, nicht für Pumpe. Heiliges mir durch, ne. Das ist nur ein kleiner Hammer zu holen. Ein Hammer, naja. Den man zwar immer gebrauchen kann. Der Kontrollraum ist irgendwie gar nichts zu holen. Obwohl es komisch ist, dass man noch hier. Naja, mir geht's. Drin. Es kommt mir auch so vor, als wenn hier noch irgendwie mal irgendwas wäre. Das ist ja immer die Sache, ne? Na gut, dann werden wir wohl mal uns zum Stadttor bewegen. So ist es. Robert war hier. Noch ein Leuchtstab. Ich weiß nicht, was die Statue passieren soll. Sie ist bestätigt. Glaube und Frieden. Na eben halt, ne? Hallo, ja. Ratten. So, was haben wir hier so? Ich brauche zuerst etwas, um die Korallen zu entfernen. Wie das mit dem Hammer? Ja, mit dem Nörgel und dann Hammer. Alter, das ist aber auch ein Nörgel, ey. Oder so. Jawohl! Ich bin im Zeug. Unter Wasser hämmern ist schon ziemlich schwer. Oh, sorry, Leute. Oh, auf geht's! In die Stadt! Also ich möchte echt nicht wissen, wie schwer es ist, mit einem Hammer unter Wasser zu hämmern. Das muss ja heute graus sein. Ja. Alter. Schön. Der Wasserstand hat schon was für sich. Ja, auf jeden Fall. War ja auch, wie gesagt, wie du schon sagtest, bei Bioshock keine schlechte Idee, ne? So rein optisch hat es ja schon Spaß gemacht. Jemand hat nur diese verrückten zombieartigen Kreaturen losgelassen. Echt? Nein! Na okay, also wir könnten nicht mehr abhauen. Das schöne Vorstuhl. So wie zu dem Thema, ob im Kontrollraum vom Boot noch was zu finden sein könnte. Phew, that was close. Also, ich wollte gerade sagen, Lappen, aber. Ah, hier brauchen wir Schlüssel, da können wir das aufmachen oder aufbrechen oder was auch immer. Ja, das ist so eine klassische Tür, die muss man eben mit der Hand aufbrechen können, um dran zu kommen. Oh, absolute Quarantäne. Alle Schlösser und Luken müssen verschlossen sein. Alle Flüchtlinge werden getötet. Code 4932, den brauchen wir vielleicht mal. Ich hoffe, die Nord ist keimfrei. Ja. Ich glaube, das An Evacuation Map.
Now I can keep track of my position on Eden's base. Oh, sehr gut. Roberts Handy, ich sollte es anschalten. Na, dann schalten wir an die. Ruf mich an, Rob. Na gut. Soll mich interagieren. Das Textmessage an mich hat er nie abgeschickt. Konnte auch nicht mehr. Doch! Ja. Oh, der Gregory! Der Aufständige! Aha. Ja, schon wieder los, Verzeug. Ich denke, das ist Eden. Ja, aber auch so Eden scheint. So friedlich, aber warte mal, was war es für ein Code? 4932. Da haben wir Batterien rein. Krass. Ja, viele Leute zum Thema Passwörter und Codes lässt man nicht außen liegen. Ja. Kann sie jeder hacken und benutzen. Aber es scheint eine Revolte am Start gewesen zu sein. Zum Balkon. Scheinbar gab es einen Kurzschluss. Aha. Ach, du Heiliger. Das hat mir doch ein Kabel. Ich kurz sagen. Verbinde die Symbolhalterungen so mit den Kabeln, dass das passende Muster für jede Farbe entsteht. Ah, okay, alles klar. Ah, so, das ist aber interessant. Rot müssen wir das hier beispielsweise? Ich würde sagen, rot ist das. Und... Warte mal, gibt es noch unten eins? Ja, das muss noch unten sein, ja. Jawohl. Das ist es. So, dann nehmen wir uns jetzt, was ist das Blau? Blau könnte das sein. Ah, ne, Quatsch, oben ist ja das, was wir brauchen. Gibt's, na doch, fast da. Es gibt aber kein Oberteil dazu. Aber den normalen Kreis kannst du ja nehmen. Könnte sich überschneiden vielleicht, ne? Ja. Ja, läuft. So, grün. Das ist... Ja, das, das, wo es eigentlich schon drin steckt. Unten das. Und dann unten rechts. Eigentlich so, wie es steckt. Aber. Denkste? Aber es ist halt nicht richtig, aber eigentlich so, wie es steckt. Also muss es noch eine andere Möglichkeit geben. Was haben wir noch so für Symbole? Ist das wirklich ein Dreieck? Boah, ist das irgendwas Rundes? Warte mal, was haben wir noch? Gelb? Gelb ist. Ach nee, warte mal, nee, nicht, du hast jetzt auch das geguckt. Ah, ja, 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 ich bin ja blöd, ja. So ging das sonst auch gerade. Okay. Das heißt, wir stecken das hier rein. Und... Dann ein schrägen Ding nach unten. Irgendwas Schräges. Schräg nach links. X könnte es sein. Was X? Ja, das ist ein X, stimmt. So, und jetzt haben wir noch Gelb. Das muss auf jeden Fall viereckig sein. Jawohl. Und dann brauchen wir in Vierecken einen Kritzel. Das wird mehr so ein schräges eigentlich nehmen. Schräg. Ja, ein Dreieck, stimmt. Jawohl. Und. Dann machen wir an die Bude. Oh, sieht wirklich aus wie Webjo. Wow. This place is even more amazing when all lit up. Ich war ein bisschen irritiert, dass wir noch keinen Sammelweg gesehen haben. Vielleicht. Keine Ahnung. Eben muss einmal wunderschön gewesen sein. Zum Brunnen gehen. Was haben wir hier nochmal? Oh Gott. Also, die können tragen den wilden Meister Freiheit, Basis verlassen verboten, Widerstand und den Tod beschraubt. So, mich aber ein bisschen an den Nationalsozialismus, die Plakate, ne? Also, das ist ein bisschen hart, was hier gerade abgeht. Weg, da ist noch was dahinter. Scheinbar stimmt da jemand die neuen Regeln nicht zu. Naja, der komische Pfeifenmann. Aha. Auf den Knips. Das Albion Hotel. Wir behandeln sie wie Fünf Küche. Sterne. Weil ich mal Urlaub machen. Sieht luxuriös aus, ja. Kann ich das andere noch irgendwie angucken? Mysteriöse Schätze von Schacht 3! Gott, eine mysteriöse Truhe! Aha. Okay. Edens Tagblatt. Okay. Aber hier nach? Friede, Harmonie, Erleuchtung, Perfektion. Alter, schon wieder. Das ist schon ein bisschen. Sekte, ja, Scheiße. Sektiös, ja, auf jeden Fall. Aha. Sieht nach einem Teil der Karte aus. Genau, und hier brauchen wir wieder zwei Teile, die wir noch nicht haben. Auch nicht schlecht. Können wir ja eigentlich erstmal zum Brunnen gehen. Alter. Hallo. Der ganze Ort hier fällt auseinander. Ist echt so. Gasflasche. Aha. Der Robert seine Gasflasche. Okay. Eine Taschenlampe, kann man mal gebrauchen. Kann man mal gebrauchen, das stimmt. Dann
Schieben wir einfach mal weg. Ein Schraubenschlüssel, da ist noch ein Block, ein Teddy und Schlüssel. Ah ja, das ist so ein Teil. Das war ein interessantes Schlüssel, da brauche ich irgendeinen Schlüssel dazu. Ob es interessant ist, ist natürlich fraglich. Ein Sternenschlüssel. Wie kommt das Spielzeug hier her? Das ist nicht gut. Da kommen wir bestimmt nicht durch, weil es Strom ist. Ja, kann ich nicht anfassen. Brauchen wir einen Gummihandschuh oder sowas? Gummihandschuh, was ist denn hier noch? Aha! Dann nehmen wir das ganze Ding mit oder was? Aha! Handschuhe? Das ist doch elegant! Die Garten, die Hüter des Gesetzes. Okay. Okay, unter Wasser. Für Strafpolizei. Vielleicht ist es so eine Art wie bei Harry Potter, der. Dementoren. Ach, Dementoren, genau. Da brauchen wir ja auch wieder ein Ventil. Jetzt kann man das links nehmen, den Hammer oder was das so steht. So, ja. Nee. Okay, sieht so aus, ne? Naja, nichts. Oh, ein Gummiband. Oder? Schüsse, komm nicht dran. Das ist irgendein Medaillon oder irgendwie sowas. Also hübsch ist es hier, das kann man nicht anders sagen. Du kannst ja weiter mit dem Strom jetzt betätigen. Also, ja, ich hatte Handschuhe. Zieh mal raus den Knüll. Das heißt, ich kann zum Platz gehen. Was haben wir jetzt noch bekommen? Taschenlampe und ein Kartenteil. Hilft uns jetzt erstmal nicht viel weiter. Hallo! Ah, okay. Ist sich das Kind von vor uns? Alter! Hey, wait! Wow! Geht ab wie ein Schnitzel, ey! So, das Mädchen. Naja, was haben wir schon gesehen? Was haben wir hier? Aha! Wimmelbild! Klassisch! Na gut! So, Tupfer, was? Eine Tupfenkrawatte. Ach so, Tupfenkrawatte. Taschentuch, Rohrkolben, Bügeleisen, Maßband, Flicken, Rüsche, Rock, Haken, Zwirn, Feder, Pech. Pech, Hut. Pech, Hut. Ja, hier ist ein Bügeleisen. Zwirn. Ist hinten mittig oben. Ein bisschen weiter links. Hier ist die Krawatte, da müssen wir schon irgendwas drauf tupfen dann noch. Könnte, ja. Ah, das Maßband liegt vorne an der Scheibe. Flicken, Haken, Pech, Feder, Hut. Schere, kann ich irgendwas machen? Ne, vielleicht ein Flicken aus der Hose, ja? Vielleicht Flicken mit der Krawatte schneiden? Ne. Flicken. Schere machen. Oh, da war der Haken. Da war der Haken. Ist das hinten die Feder? Ist das eine Pfauenfeder oder sowas? Ah ja. Das war der Rüsche. Rüsche, Pech und Hut. Pech ist ja auch so ein Flicken, Ding. Ach, Pech. Pech muss ja haben, was geht. Hier vorne ist ein Stein und tu mal probieren, den Spiegel einzuschmeißen. Ah. Ich kann diese Seiten nicht mit bloßen Händen zerreißen. Ah. Was sind für Seiten? Ja, das ist die Schnur. Damit ist die Paket. Schnur vom Paket, ja. Ah, das ist doch gut. Alter, wie ist fett ausgeknüppelt. So, da haben wir immer noch die Tupfenkrawatte. Haben wir die irgendwo Farbe? Ach hier, der Stift. Aha! So, wow. So, das ist eine richtige Karnevalskrawatte. Taschentuch, ey. Den Rohrkolben und einen Flicken. Den Flicken ist bestimmt. Also der. Jetzt war ich ja gut mit erschrocken. Ein Flicken könnte aber dort hinten dieses ledrige Teil sein. Ja. Ah ja. Taschentuch, was ist denn Rohrkolben? Was? Das ist eine gute Frage. Das ist doch irgendwie sowas Zylinderartiges, oder? Wie sehe ich das? Das kommt Finder. Was haben wir noch? Ein Taschentuch. Das ist auch die Frage. Ist hier ein Taschentuch? Ist bestimmt so ein altertümliches Taschentuch, also ein Stofftaschentuch. Warum haben wir das jetzt hier hoch? Es könnte dort unten das mit der Schleife sein. Aber. Ich muss mich ganz so, ich habe zu viel. Chaos ist keine Lösung. Was ist das hier? Das. Hier, guck mal, hier sind doch Lampen. Und die stecken doch hier hinten. Vielleicht kommt mir nochmal her. Aber ein Taschentuch. Was ist denn ein fucking Rohrkolben? Ein Rohrkolben. Ist ja versteckt, nee. Doch, Taschentuch ist versteckt. Taschentuch ist versteckt. Das könnte natürlich dann nochmal an einem Brautkleid irgendwo oder da einer Tasche. Da zum Beispiel. Ich kann aber irgendwie. Oder die Schatulle? Können wir die Schatulle aufmachen? Naja, hab ich schon probiert. Okay. Leider nicht. Also irgendwo muss es ja was aufgehen noch.
da war. Okay. Was war das für Rohrkolben? Ich hab keine Ahnung. Aber das Taschentuch ist noch versteckt. Wo ist es versteckt? Steht dann da Tasche, die kann man auch nicht aufmachen. Nee, auch nicht. Der Pelz, den kann man auch nicht wegschieben. Richtig gar nicht weiter. Okay, aber da muss ja noch versteckt sein. Ah, da stand gerade in der Kirn. Ja, oh, komm! Am Sakko. Also dieses ist für mich halt auch kein Taschentuch. Ne? Angelhaken, okay. Und Leine. Angelhaken und Leine. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Es eben muss ich finde dich, Robert. Halte durch. Irgendwas von ihm in zum Teil. Was kann man hier noch machen? In den Flur gehen. Das ist hier. Haben wir wahrscheinlich irgendeinen Schlüssel, aber eine Genehmigung, Zutrittskarte, sowas. Mhm. Ist das was Gleiches? Ist das was anderes? Nee. Zwei weitere Menschen von unbekannter Macht besessen. Hat es etwa mit den Schätzen von Schacht 3 zu tun? Die Autoritäten bestreiten es, aber unsere Quellen berichten, dass zwei weitere Bürger besessen. Punkt, Punkt. Krass, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, ja. Ah, das ist eine Art elektronisches Schloss. Mit roten Schalter. Mhm. Angelhaken, Leine kann man vielleicht vorne in das Gitter rein, oder? Richtig, ja. Das hier benutzen. Ich meine, wir einen Schlüssel rausknüppeln. Aber eigentlich. Ach, einen Schlüssel kann ich holen. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir können ein neues Objekt. Gut, da passt halt, ne? Ja. Ich Angelhaken, habe ich nämlich selbst gesagt, ob wir das hier oben noch holen können, aber okay. Aber wo könnte denn der Schlüssel passen? Tja, irgendwo brauchen wir den wieder. Vielleicht im Flur? Ja. Hey! Lauf doch nicht weg! Alter, diese Kamera, Bude. Gehorchen, Widerstand oder sterben. Friede, Harmonie, die wissen Flyer, ja. Ist was Kleines, Akkurates, selbst entlang können. Das ist bestimmt nur ein Stück Karte. Entweder, ja. Wollen die rausbubbeln? Okay, was haben wir denn da? Hier? Der Flur ist komplett überflutet. Aber echt. Na, lieber mal die Scheibe in Ruhe lassen. Was haben wir hier? Das. Oh, eine Notfallpumpe. Was können wir hier machen? Ein paar solide Stöße sollten die Tür aufkriegen, den Schlüssel. Okay, dann haben wir eine Art Brecheisen oder. Hm. Das haben wir ja schon ausprobiert mit Schlüsseln. Hier können wir nichts machen. Schlüsseltaschenlampe. Wo könnten wir einen Schlüssel verwenden? Das ist eine. Gab es ja vielleicht mehrere Eingänge? Wunderbar. Also hier hinten, das ist in den Flur und dort rechts zum Beispiel war noch. Okay. Die Tür. Okay, mit der Genehmigung. Haben wir hier. Ach, mit dem Schloss. Der Schlüssel kann aber schlecht hierfür passen. Nee, das ist definitiv nicht. Was hatten wir? Haben wir denn einen Schlüssel gebraucht? Da brauchen wir noch den einen Klotz, den wir nicht haben. Ja. Ach, wisst ihr, wo wir einen Schlüssel benutzen können? Hier. Ach ja, das wird's sein. Aha! Ja, selten, dass man mit der Axt braucht man bestimmt hinten die Tür ein jetzt. Das ist stimmt, ja. Jetzt wären wir gewalttätig. Jetzt! Wenn du nicht rauskommst, Fräulein! Braucht man die Tür ein mit der Axt. Jetzt hat sie bestimmt keine Angst mehr. Nö. Das jetzt sagt sie alles okay. Hallo. Alter, die ist, scheint aber auch schon ein bisschen falsch zu sein. Ich weiß nicht, wie du hier kommst, aber du solltest gehen, während du noch kannst. Sie haben bereits den anderen Diver genommen. Robert, zu dem Lair. It's in the Albaton Hotel, just beyond the drawbridge. You'll never make it in time. Believe me, it's not safe here. Go away! Not my aber der Fahrstuhl ist kaputt. No, no, no. He's too strong. Save yourself. There's no hope for us. Okay, jetzt würde ich abhauen an ihrer Stelle. Tschüss, Robert. Mach mal einen Türknauf. Wie könnte es anders sein? Wertvolle Momente für fragile, was ist fragilen Papier festgehalten? Ein großer Vorhang. Mhm. Was haben wir hier? Ich werde es reparieren, wenn ich mit dem Brunnen und der Brücke fertig bin. Okay, da hat er sich ein bisschen was vorgenommen, aber anscheinend fehlt nicht mal dazugekommen. Würde ja eine Sicherung fehlen. Aha! Schere, die können wir mal gebrauchen. Gut, das sind ja dann die Kartenschnipsel. Was ist das? Anweisung, aber wozu gehören sie? Okay, die haben wir bestimmt zu dem. Safe, ja, ist wie eine Safe-Kombination. Entweder das oder es gehört dann halt
zu dem Schnipseln, dass die eine gewisse Säulenkombination haben. Was war das jetzt? Doc Knauf. Auf das Ding. Das könnte Wim. Oh, ich dachte. Aha. Bewege das Wort nach rechts und links. Bewege das Wort nach rechts und links und nimm die richtigen Zahlen. Okay, zurücksetzen. Gut. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Schönes Ding. Safe Knacker vom Beruf. Halte Abstand, benutze ein langes Korbel. Sprengstoff hier legen. Sprengkorbel. Alles klar. Sie sah, als ob jemand versucht hat, das Albion-Tor zu sprengen. Wenn das Mädchen recht hat, sollte ich Robert hier finden. Okay. Gregory, Mr. Flausch, hier ist an seinem üblichen Ort. Das könnte natürlich der Bär sein. Das fehlende Teil steckt in ihm drin. Ja, das könnte echt der Bär sein. Mr. Flausch, echt. Das sieht aus wie ein Zünder. Das ist der Schlüssel zum Dingsbums hier, ne? Hat ein surisches Oldschool-Dreh-Dynamit. Ja, doch Mr. Flausch. Okay. Oh, Mr. Flausch, ich. Okay. Deine Mädchen ist dadurch verschwunden. Ich passe da leider nicht durch. Mensch. So, was haben wir jetzt alles eingesammelt? Mit der Schere können wir zum Beispiel dieses Teil, was in dem Felsen hängt, vielleicht rausnehmen. Das stimmt. Also zumindest wäre das eine Möglichkeit. Das war hier. Nee. Nett. Okay, dann hätte ich gedacht jetzt, ehrlich gesagt. Warum wohl was, mein Mr. Flauschig holen? Mr. Flauschig. Kann ich hier mit irgendwas machen? Naja, das war wohl zum Ankunden da, oder was? Oh, schon. So, na gut, komm her, Schlüssel. Ja, komm her, Mr. Flausch. Hier, Mr. Flausch, ich muss mal aufschneiden. Mensch, du. Alter. Das ist aber jetzt wirklich der Zünder. Mr. Flausch. Okay, dann können wir ja jetzt mit den zwei, mit dem Puzzle. Sprengzünder, puzzelt er aber erst eins. Zünder sprengt deine Taschenlampe. Das ist mal eigentlich noch nicht so viel weitergekommen, ne? Nee. Tja, was nun? Der Sprengzünderhebel. War nix zu fragen. Genau, aber eigentlich. Jetzt können wir drehen. Ist offline, ich brauche Strom. Okay, das ist ja klar, dass wir drin die Sicherung brauchen. Okay, dann haben wir ja aber noch keine gefunden. Was haben wir denn? Ist hinter dem Vorhang vielleicht irgendwie was? So, jetzt können wir hier. Ah! Aha, ein Wimmelbild! Woohoo! Oh Gott. Oh Gott. Na gut, dann geht's los, ja. So, was haben wir denn so? Schädel, Wagen, U-Boot, Film, Lupe, Brille. Film, Pinzette, Frieden. Also Pinzette liegt auf dem. Liegt in dem Glas drin. Rechte Hand ist ein Glas mit einer Pinzette. Ja. Wäscheklammer ist hier vorne. Frieden ist das so ein Yin und Yang Ding. Yin ist Yang und ist aber noch versteckt. Das könnte auch noch vom Vorhang rechts vielleicht sein. Frieden ist oben rechts das Peace-Zeichen. Ah, ja. Und daneben ist alles U-Boot. Sticker. So. Waage könnte wieder irgendwas bedeuten in Waage. Hier ist doch ein Film. Lupe, Brille. Brille könnte das sein. Ja, die Lupe ist rechts daneben. Mhm. Schädel ist doch hier unten. So, was haben wir noch? Negativ Yin Yang Waage. Und das ist Fotopapier. Da muss man doch nur irgendwas drauf machen. Hier ist doch, warte mal, hier ist doch noch so ein Teil. Ach, da. Wo machen wir das jetzt hin? Yin und Yang. Vielleicht ins Runde rein. Das hier? Ja. Ah ja. Aha! So, jetzt brauchen wir noch negativ und eine Waage. Da könnte man vielleicht die Pinzette nehmen. Eine Lampe. Muss man an dem Bild. Ah. So, man muss es immer so drücken, okay. Noch die so, Waage. Wo ist die Waage? So, ein Bild. Ich denke aber, ich würde auch denken, es ist bestimmt nicht eine. Es ist bestimmt nicht die Waage, was wir jetzt als Waage denken. Unmöglich. Ich sehe jetzt so richtig auch nichts. Temperatur, Fläche.
Mission, a brief. Das ist halt was für sich, was das darstellen soll. Die Lampe kannst du doch hier reindrehen, das ist bestimmt später nochmal. Ich denke auch. Ich denke auch. Du hast bestimmt den Vorhang wegmachen müssen. Aber Waage. Ich sehe aber auch echt nichts, was ich jetzt sage, es könnte eine Waage sein. Ja, auch kein Symbol, wo man jetzt sagt, okay, es könnte die Andeutung sein. Ist es vielleicht ein Übersetzungsfehler? Hä? What? Boah, das ist. Puh. Wir haben eine Pizette gefunden. Damit kriegen wir aber jetzt das Kostenstück ja, raus. Das muss ja jetzt klappen. Ist aber auch nur 2 von 4, ne? Also sind wir jetzt auch wie üblich noch nicht weitergekommen? Nee, wirklich? Nee. Ah, das habe ich auch. Hallo! Oh, der ist schon länger da drin, der Typ. Ups. Creepy. I don't know what this place is, but it surely isn't Eden. Sind wir die 5-Sterne-Hotel-Sachen los? Ja, die sind immer unter Beschreibung ganz gut, ne? Aber ja. Wehe dem, du hast einmal eingecheckt. So sieht die Realität aus. Leichen, ja. Zerstörte Hotels. So Leute, es. Lasst euch nicht auf die günstigen 5 Sterne Urlaube ein. Echt. Geht lieber uns 3 Sterne. So, und wir vertauschen die Puzzleteile, um Edens Symbol zu erstellen und öffnen das Geheimfach. Das wird dann wahrscheinlich das hier oben dann sein. So ist es. Aber ach gut, du kannst aber alles zumindest. Das ist so okay. Wenn du manchmal so hin und her schieben musst und nur eins mit dem anderen, das ist dann wirklich, boah. Aber so ist ja okay. Jetzt ist bestimmt mittig. Ja. Ist ein Hinterschluss, ist wahrscheinlich das unten jetzt. Das wahrscheinlich unten ist. Das was dorthin. Das ist wahrscheinlich da. Kannst du ja erstmal die Ränder machen. Ich sag mal, das rechts außen muss ja ganz links oben. Zum Beispiel. Ja, also noch eins weiter hoch. Also das muss noch eins weiter hoch, das ganz links. Das hier meinst du. So. Aber halt noch das links. Hier hin, ja. Das dahin. Genau, und von da aus würde ich jetzt. Entweder ist es oder ist es eins weiter. Dann müssen wir gucken. Das muss weiter hoch. Das muss oben. Das muss okay. Oben sein. Genau, und dann nochmal das hier. Genau. Ja, hier ist ja auch noch. Und jetzt hast du ja den Baum eigentlich schon fast voll. Aha! Der Geheim. Ach, oh, die Zugangskarte. Siehst du, ruckzuck war das schon, vorbei. Rucki, zucki! Jawohl. Gewohnt war die gleich hier, ne? Ja. Lass uns rein! Mein Gott. Doch überall, ey. Überall Leichen. Was ist denn hier los? Ja. Kann man so sagen. So, jetzt sind wir im Aufzug. Und nu. Sieht aus, ob ich diese Platte ersetzen muss, um Zugang zum Erdgeschoss zu bekommen. Okay. Okay, dann fahren wir das, was ich wollte. Also mal, ne? Erste Dusche. Ah! Zugbrücke. Es Albion Hotel. Ach komm. Der Brunnen ist schon wieder kaputt. Repariere ihn, wenn du mit der Brücke fertig bist. Jawohl. Wo sind all die Menschen in den Hudebrach? Das verstehe ich alles so richtig. Ja, weg hier das Ding! So. Was haben wir denn hier? Suchen wir die. Ich glaube, wir brauchen das Ventil drin. Zum Brunnen. Und noch was anderes, dieses. Haufen nützliche Gegenstände, wir legen sie alle beiseite. Ja, Mensch, der Schmiech. Musst du doch mitnehmen. Kreissach. Ja, das ist Sicherung. Ah. Danke. Oh, das sieht kaputt aus. Das aber auch total hin. Zahnrad. Liebe besiegt alles für meinen geliebten Robert. Eieieiei. Robert hat wohl eine Affäre. In Eden. Ja, er hat ja gesagt. Sie schreibt ja, sie sagt ja, ich glaube, es ist Robert als Zeichen meiner so, Liebe. Ist seine Taschenuhr oder so. Ich hoffe, er ist okay. Alter, fein, guck dir mal die riesen Ohren an. Du musst davon Arm haben für die Ohren. Du bist ein trainierter Typ. Soll ich das Ding nicht mitnehmen?
Bring es einfach, damit ich erzählt hat, wie reparieren sie, dann sprengen wir ins Hotellift. Okay, na gut, dann. So, dann haben wir erstmal ein bisschen was zu tun. So ist es. Hüte dich. Ein Robotfoto. Ups. Kehre um oder er ist der Nächste. Oh Gott. Das sieht aus, als wäre noch. Keine Ahnung, ist eine Pflanze? Irgendwie, ja. Mit Rosen irgendwo rangekettet oder irgendwie sowas. So, wir haben das Ventil und eine Sicherung. Na gut. War das jetzt das Ventil? Das Ventil ist hier, ja. Da kannst du jetzt einen Springbrunnen zum Blubbern bringen. Alter. So, da war doch ein kaputt. Damit hast du wenn er nicht repariert hat. Ja, das Fakt. Wir haben da völlig zerlegt. Das ist echt so, ne, irgendwas. Völlig. Was ist das, ein Medaillon? Ja, das wird schon sein. Fällt aus mit einer eckigen Schraube festgeschraubt. Haben wir irgendwas? Okay. Voll im Brunnen zerlegt. Da, voll aus der genommen, ne? Hoppla. Was hat man jetzt noch? Sicherung. Sicherung. Mensch! Egal, beobachten euch. Ist das hier Blut oder mit Ketchup hingeschrieben? Weil... Weiß ich nicht. Ha, Sicherung, jawohl. Warum? Ja, Funken, Strom und so. Pupenattacke. Ach. Darum schon lassen sich nur mit speziellen Werkzeugen öffnen. Mensch! Hier, Medaillon. Sprengständer-Schlüssel. Die Verschlüssel. Das war hier, ach ja, die Kartenteile haben wir ja auch noch nicht alle. Nee, das sind wir noch. Aber die. Aber der Strom geht ja jetzt zum Wasserpumpen. Und mit den Wasserpumpen können wir jetzt. Doch hier was machen. Genau. Können, Pumpen! Pumpen! Ganz egal, was passiert. Oh, ich will eigentlich nicht. Klar, zum Baum. Warum? Warum gibt es ja keine Sammelobjekte? So echt komisch, ungewohnt, ne? Ist echt so. Aha! Wir müssen das Hoteltor in die Luft sprengen und alle Gefangene aus dem Album befreien. Okay, dort scheinen Gefangene zu sein. Ich habe diesmal mehr Sprengstoff gesammelt. Die Verstecke sind auf der Karte markiert. Okay. Robert ist bei Ihnen, ja? Nur? Blättern? Was ist denn von der Karte? Die blaue oder was? Achso, die blaue Karte ist dann unsere Karte wohl. Ach du, ey. Ah ja, so verschiedene Gewächshaus-Dinge. Sagen wir noch ein bisschen was zu tun. Ich bin hier. Okay, ich sehe mal eine Schaufel. Ja, kann man mal gebrauchen. Zum Gewächshaus gehen. Eier! Ah, ja. Oh, etwas hinter dem Eva, wenn ich ihn nur durchschneiden könnte. Och, ist mit der Schaufel weg! Oder eine Schere oder eine Heckenschere oder sowas. Aha! Das ist immer gut Wimmelbilder, eh? Auf jeden Fall. Können wir uns nicht beschweren. Erstmal schön. Smettiling. Dafür muss ich sagen, sind so optisch die Wimmelbilder nicht so. Also. Schere, Olu. Brauchst du den Schmetterling, eine Eischorne, Schnecke, Pilze, das Korkenzieher, ist das ein Flaschenpost oder sowas? Nee. Na, aber das sind ja dann, müsste ja dann was Verstecktes eigentlich sein. Ach doch, da hinten ist aber eine Flaschenpost. Ah. Okay. Was ist da drin, der Brief? Aha, der Brief. Brief. Die Welle. Hallo, die Welle. Nee, wir kennen ja erstmal das aber beiden, was im Grunde genommen ersichtlich ist. Unten rechts ist auf alle Fälle die hässliche Spinne. Schnecke habe ich schon auch schon drin gesehen, ja? Ja. Pilze, Herzblut. So. Pilze, überall. Ja. Ah, ne, das war ein Stück weiter. Das wollte ich kurz sagen. Der Eierschale ist einmal unten. Das ist Eierschale. Ah ja, das ist Eierschale. Dann in der Mitte auf der Seerose und weiter oben im Nest. Eierschale. So. Da ist die Rose, ja. Gibt es hier Rose überhaupt? Gibt's doch gar nicht. Haben wir irgendwas mit Rose, ne? Irgendwas mit Ruhe. Muss den Schmetterling. Ja, diese schwarze Fitten sein. Schmetterling! Ah ja, da ist rechts dort. Ja. Ach hier. Frosch gibt's ja auch welche. Hier ist ein Frosch. Ist er noch versteckt? Genau. Ja, da ist er noch versteckt. Könnte natürlich unter dem Keramik-Ding sein. Oder halt da drüben. Reparieren. Mit dem Topf mit was reparieren? Von hier bei dem schmutzigen Wasser kaum sichtbar. Okay, also mit der Schere könntest du vielleicht die Blätter wegschneiden. Tatsache.
da haben wir eine. Eine Batterie? Achso, ja. Der Wasserfilter. Filter, das war ein Frosch. Heiliger Frosch, ja. Heiliger Frosch. Haben wir eine Sichel? Nee. Ach, da hinten ist die Scherbe vom Blumentopf. Achso, die kann man einsetzen. Mit Klebstoff wird es halten. Wo haben wir denn Klebstoff? Ja. Okay. Ah. So, ganz schön fummeln. Ah, das ist dann der Blumentopf. Alles klar. So, haben wir noch die Drahtrolle, einen Frosch, Pilze und Boot. Boah, Boot Alter, müssen wir bestimmt bauen. Das also die Drahtrolle ist links oben, aber das ist für mich eigentlich... Frosch-Drahtrolle. So, jetzt brauchen wir noch einen Frosch. Versteckt. Was ist mit dem hier? Ah, in unserer Kiste. So, jetzt brauchen wir noch Pilze. Ah, Mushrooms. Das sah aber fast aus, das Wimmelbild, als wenn man da nochmal hinkommt, weil da war so viel Zeug. Jetzt haben wir ja einen Draht, jetzt haben wir eigentlich... Würde ich sagen, eigentlich fast alles fürs Sprengen zusammen, oder? Theoretisch ja. Wollen wir uns gewechseln? Okay, das heißt, wir brauchen hier Anweisungen. Okay, was haben wir denn noch gewechselt? Wir haben ja aber eigentlich. Was machen wir denn mit dem Medaillon? Das wird noch kommen. There is no time for guessing. I could wander around for days if I don't. Wahrscheinlich egal, wirklich. Ja, das sagt sie ja auch. Ich habe also brauchen eine Karte, um hier hinzukommen. Ja. Dann können wir aber eigentlich. Wie soll es jetzt hier gar nicht zwei machen? Was haben wir denn noch? Wo hat der neue Wunschstück? Draht. Ich denke, das Draht ist zum Sprengen mit der. Aber dann. Die Schaufel ist vielleicht eher interessant. Schaufel. The body is gone. Ah ja. But why? Warum ist da Blut auf immer? Tja, dann müssen wir halt mal runterfahren. Ich will nicht. Los geht's. Ich brauche nicht mehr runterzufahren. Hallo. Finger auf. Aber hier waren wir ja schon. Das ist ja richtig. Ich komme ja, ich brauche ja das Zahnrad, um die Zugbrücke runterzulassen. Naja, genau. Was anderes hilft mir ja noch nicht. Im Werkzeugkasten ist jetzt auch nicht irgendwas noch. Nee. Okay. Dann können wir noch nichts machen. Glaub. Schaufel. Schaufel brauchen wir bestimmt im Gewächshaus irgendwie. Denke ich auch. Irgendwo ist da mal dann, wo wir langlaufen, irgendein Sandhaufen oder irgendwas. Der Jung kann man aber auch hier irgendwie nicht rein. Nee. Wieso brauchen wir das vielleicht? Hier war nichts mehr. Was haben wir hier noch? Die Uhr ist runtergefallen. Das kriegen wir nicht abgespart. Ah ja. Nee. Aber die hing da vor. Achso, na gut. Ja, gut, das ist nur Hintergrund. Zum Platz gehen. Aber was ist die. Warte mal, stopp, ne? Aha! Okay. Guck an. Noch ein Wimmelbild, na einmal frei. Kann man auf alle Fälle uns nicht beschweren. Zahnrad, ne? Das könnte vielleicht dann auch das Objekt werden. Wer weiß. Warst du schon auf der Kasse noch ein Zahnrad? Geil, Nummer. Was haben wir noch? Zuckerschüssel. Und E-Zahnrad ist dort hinten. Kaltes Soda. Das ist das Soda, den müssen wir dann wahrscheinlich irgendwie kalt mal in den Kühlschrank stecken. Naja, na klar. Instant gekühlt. Ja. Das ist echt ja ganz schön krass. So, was haben wir denn noch so? Feder? Das könnte doch das ja sein. Geschirmzeiger. Tafel ist links unten. Ja. Zeiger könnte das sein. Geldradio. Rauben, Ahorn, Papierbecher sind unten rechts, diese Kaffeebecher. Zuckerschüssel, das ist bestimmt eine Schüssel, müssen wir aus Zucker reinmachen. Eine Schüssel könnte oben über den Kühlschrank liegen. Oder ist es eine Tasse? Ein Kaffee, Witze. Was haben wir? Radio. Geld. Das Geld wird in der Kassette sein. Das denke ich ja. Radio. Alter, mach das auch drauf. Die Kasse auf. Trauben. Schirm und Zuckerschüssel. Zuckerschüssel. Schirm. Achso, Lampenschirm vielleicht. Ne? Ah, da war der Zucker. Das war so eine Zuckerdose. Ach du Heilige. Die Trauben sind auf der Weinkarte drauf. Und der Schirm, vielleicht ist das Cocktailschirm. So, jetzt brauchen wir nur das Geld. Müssen wir da vielleicht einen Strom hinten ausschalten?
vielleicht mit der Oder Kasse. Bei der Kurbel, da ist eine Kurbel drauf. Also die Kurbel drehen? Ah ja, alles klar. Tatsache. Aha, das Zahnrad. Hat sich doch schon ergeben, wo wir wieder hin müssen. Ja, obwohl ich sagen muss, hier hätte aber ein kleines Leuchten für ein Wimmelbild schon Sinn gemacht. Ja, wenn du dann wirklich punktuell auf die. Das ist ja. Nur auf den Bereich drücken musst. Schon schwer, ein stellenweise. Ja. Ab. Ja, Glück passt es aber. Warum die Bude? Zeit für eine Sprengung, Leute. Oh mein Gott. Dort liegt ja was, oder was ich. Zu Jab, boy, was ist das in Luft gesprengt? Das Tor. Aha! Jawohl. Jetzt haben wir das auch noch fertig. Achso, ich brauche ja noch Sprengstoff. Ich kann es ja noch mal nicht sprengen. Da war ja noch was. Oh. Die können wir bestimmt Siegesfahne. Was sieht nicht so aus, als ob was? Als ob die Guten gewonnen hätten. Oh. Schade, ist die Frage. So, Tor beschädigt, müssen wir sprengen, das ist klar. Müssen wir jetzt wahrscheinlich die Karte und mit der Karte finden wir bestimmte Sprengstoffe. Das könnte gut sein, ja. Boah, wo war denn? Oh nein! Alter, zisch ab, boy! Fahr schon mal los. Ich muss. Ich hätte jetzt schon ganz schön Angst gekriegt, muss ich sagen. Jetzt bist du immer so weit gekommen, ja. Ja, also scheiß drauf. Ja, und dann die Schaufel in der drüber und gut ist. So, wieder puzzeln. Dass die Karte dreht. Ah, die kann ich diesmal drehen. Ach, du Heiliger. Na gut, okay. Das sieht doch bestimmt aus wie das Gewächshaus, oder? Wird sein, das wird die Karte dazu sein. Oh. Ja, das liegt fast. Ja, so genau, ja. Schön puzzeln. Wow. Mach ich zwar an sich gerne, aber so eine zerrupte Karte puzzeln ist schon. Ja, muss halt mit der Engen anfangen, ne? Das kommt ja bestimmt hier hin. Kann ja schon mal das nicht hier sein. Man muss ja, das ist ja das Einfachste an einem Puzzle. Fang mit der Engen an. So ist es. Dann kommst du schon irgendwie hin. Das ist noch eine Ecke. Da, TNT. Das könnte oben links sein, das könnte. Das ist rechts vielleicht, ne? Das ist im Mittelteil. Das ist. Oh, na gut, das muss. Das muss eine Ecke sein. Das ist richtig. Das kennt ihr ja dann eigentlich. Muss ja eigentlich. Kannst ja so nicht lesen. Das muss ja hier irgendwie hin. Ja. Ja, was ist da? So, dann ist hier oben die Ecke schmal. Und es muss eine Zahl noch irgendwo drauf sein. Nee, kann ja nicht sein. Zahl, stimmt, muss eine Zahl drauf sein. Muss noch eine Zahl, oder Striche. Na, Striche, da oben sind Striche, rechts oben. Das? Ja. Das ist es. Und da sind auch nochmal Striche rechts, auf denen. Ah ja. Fest im Umkehrschluss, das passt hier rein. Muss sein, ja. So, da brauchen wir ein galantes Teil, was hier rein geht. Okay. Haben wir da noch so am Start? Das hier vielleicht. Das ist es. TNT, wie gesagt, das ist hier oben. Da muss wohl das. Die Ecke unten rechts sein, ja. So, ja, umschichten. So, da gehen wir durch. Das ist sonst bestimmt drüben mit der Mitte. So. Da muss ja das Rechtsteil, also das Rechts, muss unten sein. Ist das ja fest? Ja, das ist hier fest. Weiter rechts, dieses Teil, genau das, muss ja dann das dort sein, um das Symbol zu machen, ah, ja. Genau. Oh, ein Schlachthaus ist mal hier puzzeln. Ja, sieht doch ganz gut. Dadurch, dass es sich automatisch festlegt, wenn es richtig ist, geht es schon. Kann man schon machen, ne? Schlimmer ist, wenn du alles richtig legen müsstest und erst dann es festsitzt, dann ist natürlich, also. Vielleicht das oben eher, ne? Dann ist das unten. Ja, sag mal, die Karte Puzzle ist zerrupt. Ganz schön, ne? Zack. Ja, aber ist doch jetzt kein Problem mehr. Okay, das kommt dahin. Und nichts, wovor man sich fürchten müsste. Jawohl! Das sieht so gut aus hier. Zack, da rein, da rein und zick. Nein, ja. Speicherstoff los. It looks like a layout of the greenhouse complex where the explosives were hidden. Ja, siehst du. These directions should lead me right to them. Links, rechts, rechts, links, rechts. Na, siehst du. Mitnehmen. Gut. Was musst du jetzt merken?
Das wird bestimmt dann wieder auftauchen. Ah ja, haben sie gleich mitgenommen. Na gut, was haben wir noch im Petto? Dann werden wir wohl uns hier hin bewegen. So, jetzt kommt es bestimmt. Aha. Sie ist links, rechts, rechts, links, rechts. According to the map, the explosives should be right here. Oh, da ist ein Oldschool Drischer Bohrer, ey. Bohrer fehlt, das sind die Oldschooler Karten. Alter, so kann sie nichts machen, aber so riesen Brocken rollen sie einfach mal weg. Ja, das schmeckt auf aus. Vielleicht. Diese Amulett, da hast du es. Ja, das wird rechts Amulett sein. Aha! Ach du Heilige. Und ja, die Ringe so, dass die Symbole der Halterungsringen den darüberliegenden Symbolen gleichen. Feuer. Feuer. Achso, na gut, das könnte eine Kerze sein. Ja. Ja, ja. Dann umschalten, dann was ist noch heiß? Drache. Ein Drache, ja. Und halt Feuer. Aha! Was haben wir da? Wasser. So. Der Wassertropfen, ja, der Fisch passt ja schon. So, und hier an Wasser, der Regenschirm, der Fisch. Kein Problem. Wind. Tornado. Dieser Windvogel. Lutscher. Lutscher, Regenlutscher, gelber Lutscher, Vogel. Der Wolke, ja. Das ist bestimmt der Helikopter. Der Helikopter. Mhm. So, was ist das? Erde. Ja, was passt jetzt zur Erde? Schaufel. Das ist gut, Schaufel. Hm. Obwohl... Ich weiß nicht, du kennst... Maulwurf. Maulwurf, ja. Und der Diamant. Diamant, ja. So, Greg, das ist alles, was ich bekommen konnte. Ich hoffe, es reicht zum Sprengen des Tores. Viel Glück. Klar. Noch als Dinger. Ich hoffe auch. Armenzeug. Ja, ganz schön Knüll, ey. Oh, jetzt geht's. Das sieht... Sackgasse. Das rechts sieht straff aus, wie so eine... Als wenn der Ohrhorn vom Baum sammelt. Scheinbar hat jemand den Baum wegen des Harzes angebohrt. Ohrhorn, logischerweise. Noch irgendwas? Sackgasse. Okay. Das wurde ja zu weiß Gott. So, wir haben bestimmt noch ein sprengen müssen, ne? Ich denke auch. Aber. Ja, wir sprengen. Ich trau mich nicht, da war doch aber das Viech eigentlich. Nein, das hilft doch nicht. Aber der Forscher nicht kaputt jetzt? Wir haben doch jetzt. Sprengstoff, was soll denn jetzt hier passieren? Echt mal. Jetzt geht's. So, ran den Knüppel. Dann Draht so, dran. Knobel. Dann zurück. Abhauen. Dann schön weit weg und das Ding sprengen. So. Zünd den Knaller. Trau mich nicht. Also das war aber knapp, ey. Warum gehen wir nicht in Deckung? Das sei halt... Hart. Hart im Nehmen. Das Tor. Haben wir aber alles gegeben, ey. Ordentlich weggesprengt. Es ist zu dunkel. Ich brauche eine Lichtquelle. Na, Gott sei Dank haben wir eine Lampe bei. Das Hotel. Oh Gott. Hunde. Hallo. Oh ne! Und jetzt hängen wir auch daneben an, das war's. Das kann sein. Und der nächste Taucher uns retten. Nein! Weißt du, Ule? Oh. Kann schon mal an sich rumgucken. Ja. I can barely move. I'm bound to the wall by some vines with an eiserner Griff. Die grüne Flüssigkeit scheint für diese brutale Pflanze giftig zu sein. Das gibt. Oh. Die Ranken schauen nach allem zu greifen, was nahe kommt. Vielleicht kann ich sie austricksen. Jawohl. Gibt. Stange? Nützliche Objekte bilden. Okay, wir brauchen das Teil, obwohl das ist eigentlich, weiß nicht, ob ich da was sagen muss. Das ist ja eigentlich relativ offensichtlich.
Also wo ist ein Teller liegt noch so lange? Oh, Löffel. Löffel. Kelle, meine ich doch. Der Kelle holen wir uns jetzt geilen Saft. Tja, Pflanze, jetzt kriegst du eine, mein Freund. Kelle voll, was auch immer. Da gibt es Skelette hier unten. Ups. Also ganz schön zusammengefroren, ja, alles, ey. Schon länger. Hui! Hallo! Please get him out of my head. I don't want to. Ich muss ihn mir auch aus dem Ranken befreien. Muss man nochmal nachfüllen. Nochmal eine Kelle holen. Ja, oben ist doch das Fass. Selbe Gift sein, mit dem ich befreien habe. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Mensch. Ach komm. Was haben wir hier? Der gordische Knoten. Leichter zu schneiden als zu lösen. Schneiden haben wir zurzeit nicht. Was ist hier? Da habe ich noch einige Aufzugsstäbe intakt. Na ja, gut, okay. Was ist denn los? Brauchen wir vielleicht alle, ja? Kann man jetzt hier eine Armee aufstellen eigentlich? Oh, Zeitungs. Eine Zeitungsbox. Etwas mal. Ah, ein Bolzenschneider, den brauchen wir. Hat jemand einen Penny? Was haben wir hier schon gemacht? Oh, noch gut. Gut. Kann man abhauen damit. Wir könnten das U-Boot für unsere Flucht nutzen, wenn ich nur den Feenstab finde. Boah, was du mal alles finden musst, ey. So, wie kommen wir an diese komische Ding hier rausholen? Ist klar. Da kommen wir nicht weiter, das müssen wir schneiden, das müssen wir runterholen. Ist doch vielleicht an dem komischen Gang? Ich kann da zurück. Oh Gott. We're locked up. Das ist aber jetzt nicht so geil. Das heißt, wir müssen irgendetwas hier tun. Ja, wollen wir einen Penny irgendwo herbekommen, oder? Oma, da hast du Kleingeld. Ich habe irgendwo zu sehen. Ich wüsste es aber auch nicht. Liegt hier vielleicht irgendwas rum? Eiserne Stapel oder was? Guckt halt komisch raus. Ja. Ne? Aber da ist ich gemein noch hier hin. Keller raus. Tropf doch. Volle Kelle! Stecken wir erstmal ein, das Zeug. Dann los, holen wir einen Robert raus. Ich hatte Kleingeld mit. Ja, ein Penny. Das ist das Mindeste für die Rettungsaktion, ne? Die Gesichtsanimation ist diesmal aber herb. So was, oder? Ja, ein Messer auf jeden Fall. Told me that I'm the chosen one. I don't know what's going on. I'm so weak and tired. We must go below to. What was the news? To the hotel vault. Is a radio transmitter. I've used it before. We can call for. Kann ich mal mit U-Boot abhauen? Wir brauchen Hilfe. Robert? Robert? Ja, komm, da gibt's Messer, ja. Jawohl. Ran mit der Knifte. So, Alter, hat sich aber eingelegt, ey. Schlauch abschneiden. Ja, so ein Messer, das kann man schon mal gebrauchen. Ja, wie denkt man das jetzt? Da kann ich nicht tragen, ich muss eine andere Möglichkeit finden. So, jetzt haben wir einen Schlauch. So, mit dem Schlauch irgendwas hier machen? Jetzt. Das muss leer sein, so ein ganzes Fass. Alter. Das ist ein rotes Seil. Da warte mal, das können wir wahrscheinlich hier irgendwo anbinden. Du, direkt an so ein Metallding runterklettern. Ja. Das haben wir schon gewagt. Nein, so ein Lobby ist immer wieder oben. Ich könnte. Nee, das ist von Lisa. Ach du Heiliger.
Du Kollege. Da müsst ihr ja ein Exterminamus zaubern, oder? Hieß es so? Himmel, Hagrid. Um zu verscheuchen. Richtig mal. Expelliarmus. Also. Jetzt kriegt er aber eine drauf, ey. Der hat mal ein Schwein. Jetzt hat er uns geholt. Ups, ich glaube, der ist tot. Oh no, not right now. Please don't let the lights go out. Ich hab noch eine Taschenlampe. Danke. Da haben wir einen Schlüssel. Oh, that really is a face only. Nicht einmal meine Mutter kann das lieben. Ich denke mir fast, ja, guck mal, das kannst du bestimmt mitnehmen, irgendwas, ne? Dressurschlüssel. Ich brauche eine neue. Um das neue Licht was? Wieder herzustellen. Neue irgendwas. So. Ich lasse die armen Kinder nicht, das kommen wir hier rein. Ich habe einen Verlies-Schlüssel. Tape. Klebeband. Euer Klebeband. Oh, ah. Münzen. Ein Glück, dass der Dementor Kleingeld hatte. Aber ein Glück, ey. Im Übrigen, Expelliarmus und ein Dementor und überhaupt. Ich freue mich ehrlich gesagt dieses Jahr auch auf das Harry Potter-Spiel. Konsole oder? Ich glaube, das kommt für alles raus. Aber das sah schon auch verdammt cool aus. Weißt du, Harry Potter und als cool, Erkundung cool. In Hogwarts habe ich schon Bock drauf cool, eigentlich. Wenn es cool gemacht ist, ne? Könnt ihr ja auf dem Kanal sehen, hoffentlich. Wenn es dir rauskommt, man weiß ja heutzutage nie. Es ist ja auch manchmal einfach da. Ja. So, ach ja. Das ist doch bestimmt genau. Ein Stern. Der sternförmige Leiter. So, Kinnersch, jetzt raus aus der Bude her. Kreissäge. Also, das ist eine Kreissäge, das sieht aus, das ist eine übel riesige Flex. Da mach ich doch. Entschuldigung. Aber ein neues Sägeblatt, das habe ich schon mal in irgendeinem Wimmelbild liegen ja, sehen. Ja, stimmt, ja. Heilige. Hallo. Please help us. The lock's broken and we can't open the gate. Das war komisch, wenn du das aufmachen könntest, obwohl ihr im Knast sitzt. Here's the remote. It opens the manhole in the main hall. Aha. You'll find him below. Der Schacht. Auch eine Empfehlung meinerseits als Film. Der Schacht. Boah, richtig beschissen. Widerlich. Ohne Mist. Meine Filmempfehlung war richtig beschissen. Widerlich. Da war widerlich, aber echt gut gemacht. Also, aber sehr gut gemacht, aber. Boah. Da. So, gut, das heißt. Ja, da kann man einen Gulli aufmachen, wir können die Zeitung ziehen. Gulli aufmachen. Ist alles kein Problem. Ja, zack, drauf. Strom. So, hauen wir ab. Hoch geht's. Oh, what's happening to him? Something horrible is taking him over. Das nächste Dementor oder was? Das könnte sein. Ich hoffe, nur zu leiden. Ja, ist okay. Was hat man jetzt in die Ferne? Da drüben kannst du auf alle Fälle eine Zeitung erstmal machen. Genau. Wir holen uns erstmal eine Bild. Eine Bild mit Bolzenschneider-Inhalt. Oh, Craig, ich hörte, dass die Legaten diesen Ort für spezielle Zwecke nutzen wollen. Wir sollten ab jetzt nur noch die Kontaktbox beim Brunnen nutzen, nicht mehr diese hier. Alles klar. Wir haben alles gewusst, die haben es geahnt. So, dann können wir ja jetzt eigentlich mit dem Bolzenschneider verschwinden. Auf die Bude! Ciao, Robert! Ich hau ab! Tschüssi, Robert! Kein Bock mehr! So, dann können wir uns jetzt hier... Boah, in den Gulli abtauchen! Ja. OMG! Drehe die Blenden so, dass die Edelsteine mit der gleichen Farbe auf den zentralen Edelstein zeigen. Ach du Scheiße. Das wird wieder. Ach du. Erste Farbe hast du. Eieieiei. Das ist immer so ein Rätselgedöns. Oh. Geil, hä? Ja,
aber vielleicht kriegst du es ja ganz gut hin. Ja, bis jetzt machst du es ja ganz gängig. Würde ich mal meinen. Einfach im Dach. Genau, wenn du das. Oh, sieht doch gut aus. Drehen! Los geht's! Auf zum Kanal! Lass das! Mit der komischen Rebellenkunde! Rebellentyp! Oh, da ist ein Kreissägenblatt drin! Hallo! I'm not sure how you managed to get in here. Ach, die Gesichter, die man so gut gemacht hat. The twins are in the hotel vault? Does this mean the Albion is open? Whoa. We've no time to waste that. I'll carry Robert if you'll go rescue the twins. If we're lucky, we'll have time to free the others. Look around. If you find something useful, just take it. We'll meet in the hotel. Mach mal, Junge. Alter, wieder läuft. Der hat ordentlich eingestuhlt, der Kollege. Ordentlich. Ah, ja. Aber vor allem ein bisschen versteckt, ey. Das ist echt so. So, da unten haben wir auf alle Fälle den Stab. Ah, ja. Könnte sich. Was mit etwas Schäler? Also. Achso, okay, den kriegen wir wahrscheinlich. Wo ist denn Kartoffelschäler? Oder Messer? Das freue ich mich ja wohl. Ah, hier ist das ein Schäler? Gott. Bellkartoffel, ach nee. Schade. So, noch. So, der Gummischuh ist in der Mitte drin. Gewürzfisch. Muss man einen Fisch würzen oder wie? Was haben wir da? Rezept, Poster, Apfel. Karotte, Brot. Bist du drauf? Karotte, Bleistift, Brecheisen. Brecheisen liegt hier. Gewürzfisch. Hier ist ein Gewürz. Die Kelle ist rechts im Schrank. Ja, du kannst aber erst. Genau, mach erst das. Ist der Spachtel liegt rechts. Also. Spachtel, ja, ich glaube Kelle. Nee, Kelle ist das. Achso, na gut, ich könnte. Ja, gut, okay. So, Garn. Das Garn ist ganz oben. Dann haben wir ja noch ein Brot, das ist ja hier. Das kann ich schon aufmachen. Dort ist das. Rezept. So. Poster. Bleistift, ja. Poster, Apfel. Poster ist hinter dem Cape rechts. Ah ja. Ein Apfel. Brotbüchse. Also in der Brotbüchse ein Apfel, ey. Aber wir kommen auf alle Fälle nochmal hin, weil da dieser Stab ist für das Tor. Ja, so was haben wir hier. Ach du meine, was ist das wieder? Optical LGD. Das Neueste. Ach, das ist nicht das Ding, was ja umgefallen ist hier in der Fotografie. Ah nein. Fotografie, Elektronik, diese Prismen sind nützlich. Gesundheit, in der Erhaltung ist ein Prisma, die anderen beiden sind leer. Machen wir also. Was ist das hier? Was haben wir hier? Oh, kannst mit dem Brecheisen aufknüppeln. Jetzt knallen wir ja das raus. Frische Lieferung, Sägeblätter. Alter. Das wurde da unter anderem, muss ich einzeln entfernen. Krab schnei und gut. Nee, jetzt schneide ich mich. Ein Riesensägeblatt. Guck mal, die Säge. Ein paar Möbelschlüssel. Keine Zeit zum Umherumwandern, ich brauche Werkzeug, um die Kinder zu befreien. Ja, ein Glück. Ich will aber rumwandern. Na gut, wo muss man dann? Das ist nur mal das Ziel des. Achso, warte mal, können wir nicht einfach über den Kopf? Ich denke ja. Was ist denn hier? Das Verlies. Da müssen wir hin. Hotelverlies, das war richtig. Aber ich kann es nicht auswählen. Okay, dann. Können wir nicht schnell reisen? Das ist traurig. Oh man! Wir haben auch immer noch nicht das untere Dreieck freigeschaltet. Das stimmt. Was ist das für ein Lein? Hallo. Great. The barrel of herbicide is empty. I'll have to send somebody out to find another, so we can free the other captives here. In the meantime, I have to get Robert to the hideout. He's running a serious fever and needs antibiotics badly. I'm afraid we're short on supplies, but go get the twins, and we'll see what we can do. Mama.
Jawohl. Na, das schneiden wir dir mal raus, ja. Geht's los? Da will Schütz noch drauf krachen. Ach, was? Das kleines Ding, ja. Rocky Zocki durchgeflext. Mitnehmen. Ich sehe da einen Medizin im Tresor. Aber mal was zum Aufbrüllen. Schließen. Ha! Der Prisma-Schlüssel. Doch mal die Blödiger. Master. Ein Klick ist es alles hier. Mit Mädels. Oh. So, läuft wieder. Könnt mitkommen. Thank you so much. Now you've got to get out of here before more red eyes come. We'll meet you at the hideout. So, geschafft, die Kamera. So, hier können wir erstmal nichts mehr machen, so es sieht, okay. Die zwei sind jetzt einfach hier hochgeklettert. What has happened here? Also, wir sollten sie ins Versteck bringen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht. Geschehen. Also, war das weil es zu gebrochen ist. Oh Gott. Die Typen hängen auf jeden Fall noch da. Mensch. Ich kann aber an nichts alleine. Ohne Schnellreise ist es echt ein bisschen Mist, ey. Das ist krass. Da stelle ich mir den Fahrstuhl hier hin und her. Das ist ein ganz schön tragendes Thema auf alle Fälle. Ah, geschafft. Da muss ich den Robot. I'm afraid we have a serious problem. Robert is slowly coming under the demon's possession. The poison in his veins will turn him into a legget. He attacked me in the Albion, and I've had to tie him down to the bed. He's through the door behind me. Go give him the antibiotics. That should at least take care of his fever. As for his other illnesses, we still need to find a solution. Yes. Festgeschnallt am Bett. Hallo. Ja, dann lassen wir das Antibiotikum gehen. Glaube auch nicht festgeschnallt. Darling, I'm so sorry. I never thought this expedition would turn into such a nightmare. There must have been something in those vines. Some drug or poison. My mind has cleared, but I still feel so weak. I never wanted to be a burden to you. I need some sleep. Das kann sich nur abpennen und Ausruhe ja nicht zu ihr aus. Das muss bringen. Echt klassisch, ey. Gott, die Maus machen. Oh, meine Drachenschlüssel. Okay. Jetzt können wir aufschlitzen, bestimmt. Na, und du schon wieder? I'm sorry, I haven't introduced myself. Nee. My name is Loghain. Gregory Loghain. But you probably already knew that. I was trying to contact you, but I couldn't reveal myself to the legates were here. Robert's condition is very serious. And honestly, I'm not sure how to help him. The only person who might have known how to help a demon's victim was the professor, but he disappeared long ago. You could go to the Center of Enlightenment to search for his notes. He was an enigmatic sort, loved secrets and riddles, so his notes are probably. What's worse, the elevator is broken and can't reach the lowest level. I tried to repair it, but I encountered legates before I found enough prisms. Take this one. Maybe you'll have more luck than I did. In the meantime, I'll look after Robert. He's in critical condition and shouldn't be left alone. Das heißt so, zum Prisma aus. Okay. Ah, nächstes Mal machen wir eine Break hier. Denke. Zwei Prismen brauchen wir. Das ist echt komisch, dass mir noch keinerlei Sammelobjekte. Aber dann ist es wahrscheinlich in dem nicht so. Und dass mir nach unten das Dreieck wirklich steuert. Ich hoffe, das ist schon ungewöhnlich. Man weiß es nicht. Na gut. Dann werden wir wohl hier eine Pause einlegen. So. Ja, es sind schon noch ein paar Sachen. Sind hier noch ein paar offen, ja. Dass man schnell rein kann. Sag ich, manche Gänge rot und manche blau. Vielleicht ist doch noch was zu machen. Dann war meine nächste Frage, hä?
Wer weiß. Naja. Dann würde ich sagen, Leute, wir machen ja keine Unterbrechung. Ja, in der nächsten Folge werden wir hoffentlich einem Robert irgendwie helfen können. Aber echt. Es bleibt doch einfach fest angeschnallt und gut. Und schläft für immer. Lassen Sie zurück, den Jungen. Wir können eh nicht mehr. Wir müssen das U-Boot aufbrechen und abhauen. Professors seine Notizen finden, um dann wieder zurückzuholen. Wir haben schon noch viel vor. Scheint noch ein Stück zu sein. Schlüssel, ja. Da wüsste ich jetzt gleich gar nicht, wo der passen könnte. Wobei, na gut, der Prismenschlüssel wird für die Lampe sein, in der Fotografieanlage. Ich glaube, da ist ein Schlüssel. Kann sein, ja. Und wir müssen halt das Schloss auch zur nächsten Ebene im Vorstuhl. Ja, Vorstuhl müssen wir bauen, dass wir noch eine Etage tiefer fahren können. Das stimmt. Und das ist alles. Erfahrt ihr in der nächsten Folge. Oh. Abyss. Ja. Wave of Eden. So ist es. Haha. Und ich denke, wir werden noch ab und zu mal ein paar Windbilder noch aufnehmen. Ja. Aber die sind echt schwierig zu finden. Und also ohne Glitzern ist hier echt, also, wuh. Ja, wollten sie es immer. Wollten sie unbedingt schwierig machen. Bis jetzt sind wir aus Zufall immer draufgekommen. Ja. Aber ob das ja, so bleibt. Irgendwann, wir können ja noch Hinweise verwenden. Das haben wir ja bisher noch so gut wie gar nicht gemacht. Können wir uns also erlauben. Richtig. Tja, ansonsten, ja, Mario von mir bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Du, hast du Schluss? Das ist selten, aber soll es auch mal geben. Mir hat es eigentlich bis hierhin sehr gut gefallen. Es greift viel ineinander. Es sind viele Wimmelbilder dabei. Mhm. Das ist ja auch nicht mehr so normal. Es gibt ja auch viele Wimmelbildspiele, die aber gefühlt eigentlich nichts mit Wimmelbildern mehr zu tun haben. Hier gibt es echt viele und auch schöne. Und hoffentlich gibt es auch weiterhin ja, das ein oder andere überraschende Wimmelbild. Oder Überraschung in der Story. Wenn ihr dabei bleiben wollt, würde es uns freuen. Noch einer positiven Bewertung oder ein Abo auf dem Kanal. Tja, und ansonsten schauen wir bis zum nächsten Mal.